Gut, also Perishing Mankind, woher kommt denn der Name? Fangen wir gleich mal so an. Der Name kommt von einer langen, langen Liste, die wir irgendwann einmal vor 10 Jahren gemacht haben, runter, so aus dem Wörterbuch raus. Und ja, hat gut gelungen, haben wir deswegen genommen. Wisst ihr überhaupt, was das heißt, Perishing Mankind? Wir haben im Wörterbuch nachgeschaut, ja. Was heißt das? Irgend sowas wie sterbende Menschheit. Wieso denn das? Ja, weil wir grundpessimistische Menschen sind. Was sagt denn der Wind dazu? Naja, also das haben die vor 10 Jahren gemacht. Ich finde es in Ordnung. Könnte vielleicht mal irgendwas anderes nehmen, aber passt schon. Zum Beispiel, was hast du für einen Vorschlag? Na, come on! Keine Ahnung. Also, Dobre, dobre. nein, ich habe echt keine Ahnung. Also das mit dem Bandnamen, also ich habe schon ja ein paar anderen Bands gespielt und das mit dem Bandnamen, das ist immer so ein Scheiß. Ja, und du bist ja eigentlich der neue Schlagzeuger, richtig? Weil Suki. Haha, das weiß ich. Ich Aha. weiß es. Die alte Beate, die knackige, Die nicht alt, alte Beate. die junge knackige Beate, Schlagzeugerin, ist weg. Na, Entschuldigung. Ist ja alt, wir sind nicht mehr da, ist, so meint ich das. Ja, aber wenn sie das hört, wird sie ganz, ganz böse sein. Wir sind Perishing Mankind und. Jetzt haben wir schon mit der Hand. Nein, erst. Wir sind Perishing Mankind. Und alle wollen sie ficken. Sie sehen Monatschak! Die einzige TV-Show, die sie wirklich brauchen. Beate ist weg vom Fenster. Beate ist leider weg vom Und Fenster, ja. warum? Ja, sie ist eine Zeit lang ins Ausland gegangen und ja. Kam es nicht damit klar, dass sie alle knallen wollten damals? Ja, das auch. Ja, sie Wobei ist mittlerweile ist verheiratet, sie ne? verheiratet. Genau. Also keine Chance mehr. Also, wir werden immer älter, wir werden immer schier, immer blader. Fetter, Da passt eine blader, fesche leider. Frau einfach nicht in die Gruppen rein und darum haben wir uns halt einen slowenischen Halbzombie Ja, ich gesucht. verstehe. Wie ist der Kontakt mit der jungen, knackigen Beate? Nein, nach wie vor sehr gut. Also, sie hat uns das am Anfang vielleicht ein bisschen übel genommen, aber. Habt ihr sie rausgehauen? Ja, Na! rausgehauen. Na! Naja, aber Sie war was weg soll eine sie. längere Zeit und das hat halt nicht mehr passt. Und Okay. Die Schwingungen waren nicht mehr die gleichen, sagen wir so. Und man hat sich halt entfernt, andere mittlerweile haben wir uns Seiten. wieder eingeschwungen. Habt ihr wieder einen Schwung gehabt, nicht? Ja. Das heißt, er muss eigentlich aufpassen und sollte vielleicht was essen, weil wenn er aufhört, gut Schlagzeug zu spielen, wird die andere wieder ins Boot geholt. Na, was sagst du mit? Blass ist er Ja. ja. Wir haben ein neues Album auf den Markt gebracht jetzt, also vor knapp 1,5 Monaten. Wie heißt das Album? The Heritage. Wie ist das Album entstanden? Das ist in mühseliger Kleinstarbeit bei uns zu Hause im Wohnzimmer entstanden. Wir haben die meisten Sachen zu Hause aufgenommen, die Gitarren und den Bass. Was hat die Mutti dazu gesagt? Das war nichts, das war mit Kopfhörer. This summer.
Also, ich bin der Karl, er ist der Franz, wir sind und die Bayerischen Mankind, zwei Fünftel davon, und ihr schaut Mulatschak, die einzige TV-Show, die ihr wirklich braucht, oder? Ja, irgendwie. Mulatschak!